Du hast stechende Schmerzen hinter der Kniescheibe? Wir helfen dir. Mit den 7 besten Übungen zur Stabilisierung deines Kniegelenkes wirst du schnell wieder belastbar. Die Flossing-Therapie ist eine Kompressions- und Dekompressionstherapie, die für eine bessere Ernährung des behandelten Gewebes sorgt. Außerdem erreichen wir durch die straffe Wicklung und die Bewegung des Gelenkes eine Mobilisierung der Faszien und eine Auflösung von Verklebungen in diesem Bereich. Das exzentrische Training für die vordere Oberschenkelmuskulatur ist insbesondere bei Schmerzen im Bereich der Patellasehne sehr hilfreich. Bei einem Reizzustand des Kniescheibenknorpelgleitlagers sollte diese Übung allerdings nicht durchgeführt werden. Entscheidend ist bei der Durchführung der Übung eine langsame, exzentrische Arbeitsweise mit 6x15 Wiederholungen pro Bein. Beim Einbeinstand auf einer instabilen Unterlage wie auf diesem Stabilisationspad hier wird die Koordination der Beinachsen stabilisierenden Muskulatur trainiert. Es werden also sowohl die Fußmuskeln als auch die Becken- und Hüftgelenksmuskeln aktiviert, die die Beinachse während der Laufbelastung gerade halten. Diese Übung wird 3x für 1 Minute mit einer kurzen Pause durchgeführt. Mit dem Rubberband kann man hervorragend die abspreizende Muskulatur im Beckenbereich trainieren. Diese ist notwendig, um im Einbeinstand des Laufens, wo sich ja die Einbeinstände vom linken zum rechten Bein stets abwechselnd. Das ist zu kompliziert. Darf ich neu anfangen? Mit dem Rubberband kann man hervorragend die Beckenstabilität trainieren. Dies wird über die Hüftgelenksabspreizer gewährleistet. Man macht mit dem Rubberband üblicherweise 3 Sätze à 12 bis 15 Wiederholungen. Das Bridging mit Abduktion, durchgeführt mit einem Rubberband zur Steigerung des Schwierigkeitsgrades, ist die zentrale Übung zur Therapie des vorderen Knieschmerzes, sowohl bei einer in Mitleidenschaft gezogenen Patellasehne als auch bei Schmerzen im Kniescheibenknorpelgleitlager. Typischerweise führt man 10 bis 20 Wiederholungen in 3 Sätzen von dieser Übung durch. Die Dehnung des Hüftlendenmuskels, die idealerweise pro Seite für mindestens 20 Sekunden gehalten wird, verhindert eine sitzende Laufhaltung und entlastet dadurch die vordere Oberschenkelmuskulatur und damit auch das Kniegelenk. Achten Sie bei der Übungsausführung darauf, dass das Kniegelenk nicht über die Zehenspitzen hinaus nach vorne schiebt. Durch die Dehnung der Oberschenkelvorderseite erreichen wir eine Entlastung des Kniescheibenknorpelgleitlagers und der Patellasehne. Bei der Übungsdurchführung ist es entscheidend, dass der Sportler kein Hohlkreuz bildet, sondern eine kontinuierliche Spannung in der Bauchmuskulatur hält, während der Oberschenkel nach hinten gezogen wird. Mit der Faszienrolle wird eine Entspannung der vorderen Oberschenkelmuskulatur erreicht und die Faszien werden von Verklebungen befreit. Die Übung sollte keinesfalls über Gelenkvorsprünge durchgeführt werden. Es wird ausschließlich die Oberschenkelmuskulatur etwa 10x vor- und zurückgerollt. Besonders druckschmerzhafte Punkte in der Muskulatur dürfen im Sinne einer Triggerpunkttherapie gezielt durch Vor- und Zurückrollen auf dem Punkt behandelt werden. Du möchtest noch mehr zu diesem Thema erfahren? Dann sieh dir doch die lange Version dieses Filmes an. Dort kannst du sehen, wie ich in meiner Praxis derartige Verletzungen diagnostiziere und therapiere. Und wenn du mit anderen Läufern in Kontakt treten willst und dich austauschen möchtest, dann nutze gerne die Kommentarfunktion in diesem Kanal. Ich bin Matthias Marquardt, dein Laufexperte.